Pannen bei der Verhütung sind schnell passiert. Das Kondom reißt, die Antibabypille wurde vergessen oder aber sie wirkt nicht richtig, weil ein Magen-Darm-Infekt dazwischen kommt. Was ihr dann tun könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Für Verhütungsnotfälle gibt es die Pille danach oder die Spirale danach, um sich vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen. Die Pille danach erhaltet ihr beim Arzt oder rezeptfrei in der Apotheke, wobei eine Beratung vor Ort sinnvoll ist. Die Pille danach wirkt, indem sie den Zeitpunkt des Eisprungs um einige Tage nach hinten verschiebt. Da Spermien eine begrenzte Lebensdauer haben, sind sie bis dahin nicht mehr lebensfähig und können somit die Eizelle nicht mehr befruchten. Hat der Eisprung allerdings schon stattgefunden oder besteht bereits eine Schwangerschaft, hat die Pille danach keinen Einfluss mehr. Allgemein gilt, je früher sie eingenommen wird, umso wirksamer ist sie. Je nach Präparat sollte sie innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach der Verhütungspanne eingenommen werden. Alternativ gibt es noch die Spirale danach, die beim Frauenarzt in die Gebärmutter eingesetzt wird und die Einnistung der befruchteten Eizelle verhindert. Diese beiden Methoden der Notfallverhütung reduzieren zwar die Anzahl der ungewollten Schwangerschaften, bieten jedoch keine Garantie. Mit dem Thema Verhütung solltet ihr also nicht leichtfertig umgehen, auch um euch vor sexuell übertragbaren Krankheiten und möglichen Nebenwirkungen der Pille und Spirale danach zu schützen. Dazu gehören zum Beispiel Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit, Menstruationsbeschwerden und Infektionen. Gerade bei diesem Thema ersetzt der Besuch bei YouTube nicht den Besuch beim Arzt. Ich hoffe aber, das Video hilft euch im Ernstfall weiter und freue mich über eure Bewertung und euer Abo. Gute Besserung und bleibt gesund!